ist die Prinzessin? Sie ist in ihrem Zimmer. Dann rufe sie her. Wie ihr befehlt. Vater. Liebes Kind, wir müssen nun dein Hochzeitsfest vorbereiten. Ich kann den Prinzen, den ihr gewählt habt, nicht heiraten, denn ich habe ihn nicht lieb. Ich will mir meinen Mann selbst wählen. Aber Kind, ich weiß doch am besten, wer für dich der Richtige ist. Nein, Vater. Ich habe oft vom Fenster aus einem jungen Fischer zugesehen. Er hat mir gefallen. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn zum Mann haben möchte. Du kannst doch keinen Fischer heiraten. Das ist gegen jede Ordnung, gegen den Verstand. Du kannst doch nicht... Kind, besinne dich. Entweder bekomme ich den jungen Fischer oder ich werde überhaupt nicht heiraten. Ich mag den Fischer. Er muss mein Mann werden. Sei doch vernünftig. Er wird ein einfacher Bursche sein, der nicht lesen und schreiben kann. Er passt nicht an den Hof und er passt nicht zu dir. Dann schicke ihn in die besten Schulen und lasse ihn von den besten Lehrern unterrichten. Dann soll er die schönsten Kleider tragen und bald wird ihn niemand von einem wirklichen Prinzen unterscheiden können. Was du nicht alles daherredest. Aber... wo steckt denn dein Fischer? Komm ans Fenster. Herr König, edle Prinzessin, ihr habt mich rufen lassen. Ich hab doch nichts angestellt. Ich hab euch auch nicht... Möchtest du in diesem Schloss wohnen? Das ist sehr gütig von eurer Majestät. Aber es ist wohl besser, ich bleibe in meiner Hütte am Meer. Ich würde mich nicht wohlfühlen unter all den feinen Leuten. Lieber Fischer, ich bin's doch, die dich auf das Schloss holen möchte. Oh... wenn ich dich ansehe, so ist mir, als hättest du mich verzaubert mit deinen Augen. Die Prinzessin, meine Tochter, du siehst ja, ist sehr, sehr eigensinnig. Sie will, dass du ihr Mann wirst. Und ich muss zugeben, dass du einen guten Eindruck auf mich machst. Andererseits, nun ja... Wie kann die schöne Prinzessin, eure Tochter, mich zu ihrem Mann machen? Ich verstehe nur mein Handwerk. Ich kann fischen. Ich habe meine Hütte und mein Boot. Ich werde euch auch gerne Fische bringen, wenn ihr wollt. Du sollst gekleidet werden wie ein Prinz. Mein Vater schickt dich auf die besten Schulen. Du sollst all das lernen, was junge Prinzen lernen. Glaub mir... bald wirst du dich wie ein echter Prinz fühlen. Bitte, tu, was ich dir gesagt habe. Gut. Ich glaube, ich kann euch nicht mehr widerstehen. Ich will versuchen, all das zu lernen, was ein Prinz wissen muss. Ihr habt mein Herz überredet. Mir ist, als gehörte es euch. Thank you.
Aus dem einfachen Fischer ist nun ein kluger junger Mann geworden. Er redet gewandt wie ein Prinz. Er hat die Sprachen gelernt. Er reitet, als hätte er immer schon auf einem Pferd gesessen. Er ist erfahren in der Jagd. Er braucht sich vor keinem Prinzen zu verstecken. Du sollst deinen Willen haben. Man soll mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen. Das ganze Schloss soll mit Blumen geschmückt werden. Alle Fahnen sollen wehen und die feinsten Speisen sollen auf der Tafel stehen. Und mein lieber Fischer soll ein reich besticktes Hochzeitsgewand tragen. Alle sollen in die Hände klatschen und sich freuen. Prinzessin, eben wollte ich, wie ihr mir aufgetragen habt, eurem zukünftigen Gemahl Maß nehmen, aber er ist nirgends zu finden. Ich bin verzweifelt, die Zeit drängt, er ist nicht zu finden. Habt ihr überall gesucht? Im ganzen Schloss. Schick mir den Diener. Er auch nicht. Oh, vielleicht ist er zur Jagd ausgeritten. Nein, sein Pferd ist noch im Stall. Warst du am Meer bei seiner Fischerhütte? Ja, ich war dort, doch die Hütte ist fest verschlossen. Dann hat er sich noch einmal anders besonnen. Wollte er kein Prinz sein? Aber dann wollte er mich auch nicht zur Frau nehmen. Hat er mich nicht lieb gehabt? Hoch zu verehrender Sultan. Ein Fremder begehrt, in eure Dienste zu treten. Na, hast du ihn nicht gefragt, aus welchem Land er kommt? Ich konnte ihn zwar fragen, aber er hat nicht geantwortet. Er versteht verschiedene Sprachen, aber er macht den Mund nicht auf. Er redet nur mit Handbewegungen und Zeichen. Er ist also stumm? Ganz recht, Herr. Wenn er viele Sprachen versteht, muss er aus gutem Hause kommen. Aber er sieht nicht gerade besonders vornehm aus. Reich kann er nicht sein. Führe ihn herein. Sagte mir, du kämest aus einem fremden Land. Liegt es hinter den Bergen oder jenseits des Meeres? Ah, ich sehe, dass du unsere Sprache verstehst. Kannst du sie auch schreiben? Aber sag, warum sprichst du nicht? Bist du krank? Nein? Hast du einen Schwur getan, nicht mehr zu sprechen? Nein? Na gut. Ich will dich trotzdem in meinem Palast behalten. Du hast ein gutes Gesicht. Wenn du willst, kannst du mein persönlicher Diener werden. Hast du Boten ausgesandt? Ja, Boten übers Land und übers Meer. Aber keiner brachte eine Nachricht von eurem zukünftigen Gemahl. Wir müssen weitersuchen.
schicke neue Boten aus. Ja. Sie sollen in allen Ländern nachfragen, jeder Spur nachgehen. Ja, Prinzessin. Und wenn auch nur das geringste Zeichen auftaucht, müsst ihr mir Bescheid geben. Ja, Prinzessin. Irgendjemand muss doch meinen lieben Fischer gesehen haben, wenn er noch am Leben ist. Nun, was hat eure Untersuchung ergeben? Na, ihr seid ein berühmter Arzt und weit herumgereist und kennt Heilmittel für die schwersten Krankheiten. Sagt, was fehlt dem Stummen, der mir dient? Ich will, dass ihr ihm helft. Ich kann seine Krankheit nicht erklären. Ich habe ihn untersucht, wie ihr es gewünscht habt. Und ich muss euch sagen, ihm fehlt nichts. Ich weiß nicht, warum er stumm ist. Mit meiner Heilkunst kann ich an ihm nichts ausrichten. Es betrübt mich sehr, dass er stumm ist. Ich habe noch nie einen so klugen und fleißigen Diener gehabt. Er ist mir lieb geworden wie ein Sohn. Was würde ich drum geben, wenn er seine Sprache wiederfände? Edler Sultan, ich weiß keinen Rat mehr. Überlasst mir euren Diener. Ich weiß ein Mittel, das ihn sicher zum Sprechen bringen wird. Gut, ich überlasse dir den Stummen. Bringst du ihn zum Reden, dann sollst du reich belohnt werden. Bleibt er stumm, dann jage ich dich aus meinem Palast. Vertraut auf mich. Habe ich euch nicht immer wohl beraten? Ich habe schon ganz andere zum Sprechen gebracht. Nein. So hab ich's nicht gemeint. Bei diesem will und kann ich dir nicht freie Hände lassen. Wehe, wenn dir die Hand ausrutscht. Kein Haar auf seinem Kopf soll gekrümmt werden. Sprich, und ich garantiere dir einen Lohn, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Mach keine so großen Augen. Ja, der Sultan wird dich reichlich beschenken. Ich werde dich beschenken. Krank bist du nicht. Das sehe ich dir an. Du verstehst alles. Mach doch den Mund auf. Der Sultan ist ärgerlich über dich. Er wird dich bestrafen. Du kommst in den Kerker, hörst du? Wenn du nicht sprichst. Ich habe dich beobachtet. Du spielst uns den Stummen nur vor. Du bist wie jeder andere Mensch auch. Willst du uns zum Narren halten? Aber warte. So kannst du mir nicht kommen. Ich lasse mir das nicht bieten. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Wer nicht reden will, der soll schreien. Ich werde jedes Wort einzeln aus dir herausprügeln. Das war erst eine Kostprobe. Du kannst noch mehr bekommen. Mach doch den Mund auf! So, du willst also nicht. Vielleicht eine stärkere Portion gefällig? Blut fließt ihm aus der Nase. Er rührt sich nicht. Ob er tot ist? O Allah, ich habe im Eifer mein Versprechen vergessen. O Allah, der Sultan wird mir die Haare vom Kopf reißen. Er wird mir den Kaftan vom Leib ziehen. Er wird mich wegjagen. O, wollte er mich nur wegjagen, er wird mich töten. Wenn ich ihm nicht zuvorkomme, ich will mein Bündel packen und schnellstens den Palast verlassen. Rasch, rasch zum Hafen. Ich springe auf ein Schiff. Ich fliehe weit weg. Nur fort von meinem erzürnten Gebieter. Ach, ich stolpere schon über meine eigenen Gedanken. Ach, aber gut gestolpert, Wessie, ja gut gestolpert. Den hätte ich doch beinahe übersehen. Den schönen Ring am Finger des Stummen. Ein Toter braucht keinen Ring.
Hin ist hin! Komm her, du schönes Schätzchen! Vielleicht kann ich dich einmal brauchen, wenn auch der letzte Piaster Ade zu mir gesagt hat. Sag, lebt er noch? Er lebt, aber dein Visier hat ihn nicht gerade sanft behandelt. Er hat ihn, ich muss schon sagen, schrecklich geschlagen. Und wie man sieht, ohne Erfolg. Wer seines Kopfes nicht sicher ist, gebraucht seine Faust. Hab ich ihm nicht die Faust verboten? Wer die Faust gegen andere gebraucht, soll sie selbst zu spüren bekommen. Er soll verhaftet werden, sobald er sich im Palast zeigt. Nun, was haben die Boten erfahren? Nichts. Sie sind in vielen Ländern gewesen, aber haben nur müde Gesichter und Staub an den Füßen zurückgebracht. Ich sah, wie heute früh ein Schiff im Hafen anlegte. Hast du die Reisenden, die ausgestiegen sind, gefragt? Auf dem Schiff war nur ein Mann. Er scheint weit gereist zu sein. Er trägt Kleider, die man hierzulande nie anziehen würde. Ich habe ihn ins Schloss gebracht. Fragt ihn. Wenn er so weit gereist ist, wie er aussieht, kann er euch vielleicht einen Fingerzeig geben. Führe ihn sogleich herein. Sei gegrüßt, Fremder. Hattest du eine gute Reise? Ich hatte eine gute Reise. Das Meer war ruhig. Wo kommst du her? Aus einem Land, das viele Tagereisen von hier entfernt liegt. Was ist dein Beruf? Ich bin Kaufmann. Mein Gott, der Ring. Womit handelst du? Mit Stoffen und Perlen. Du trägst einen schönen Ring. Er gefällt mir. Würdest du mir den Ring verkaufen? Ich könnte dir mehr dafür bieten, als du irgendwo erlösen könntest. Aber sag mir zuerst, wo hast du diesen Ring erworben? Ein solch schönes Schmuckstück ist selten. Der stumme Diener eines Sultans hat ihn mir geschenkt. Eines Sultans? Kommst du aus dem Land des Sultans? Ihr sagt es. Ich traf den Stummen im Palast des Sultans, im Palast der sieben Tore. Doch der stumme Diener des Sultans war ein Fremder. Ein Fremder? Er war stumm, verstand aber. Er wusste sich zu benehmen. Der Sultan schätzte ihn so sehr, dass er ihn zu seinem Leibdiener machte. Tag und Nacht sollte der Stumme um ihn sein. Diese Geschichte ist sehr interessant. Aber ich wollte dir ja den Ring abkaufen. Ich werde dir den doppelten Preis zahlen, den ich dir anbieten wollte, wenn du mir genau das Land beschreibst, aus dem du kommst. Ich muss wissen, wo das Land mit dem Palast der sieben Tore liegt. Bitte. Wenn euch der Ring so gefällt, sollt ihr ihn haben. Ich brauche das Geld und will bald weiterziehen. Und nun hört. Ja, du bist es, mein lieber Mann. Ich habe dich auf der halben Welt gesucht. Jetzt muss alles wieder gut werden, glaub mir. Warum siehst du mich so an und bleibst stumm? Was habe ich dir denn getan, dass du so weggelaufen bist? Meine Liebe muss dich doch halten können. Du kannst mich doch nicht vergessen haben. Wer spricht denn da?
Warum hat man dich nicht angemeldet? Entschuldigt, Herr. Die Wachen glaubten wohl, ich gehöre zum Gesinde und haben mich durchgelassen. Ich wollte zu euch und traf euren Diener. Ich habe ihn gefragt, wo ist dein Herr? Aber er gab mir keine Antwort. Ja, er kann nicht reden. Oder er will nicht reden. Er ist stumm? Ein stummer Diener. Aber nun will ich wissen, warum du zu mir gekommen bist. Ach, seht, ich bin ein armes Mädchen und suche Arbeit. Könnt ihr mir eine Arbeit geben? In der Küche, im Garten? Ich werde alles tun, was ihr von mir verlangt. Deine Kleider sind zwar abgerissen, aber du hast feine Hände. Die haben noch keine Arbeit gesehen. Ich kann sticken. Ich werde seidene Gewänder und Kissen für euch besticken. Ich will euch Decken aus Samt und Seide machen, mit bunten Vögeln drauf, goldenen und silbernen Blumen und Ranken. Das überzeugt mich. Als erste Arbeit sollst du mir einen Schal für einen seidenen Turban besticken. Herzlichen Dank, edler Sultan. Ich werde mich bemühen, euch zufriedenzustellen. Du hast ein Meisterwerk geliefert. Einen so prachtvollen Turban habe ich noch nie getragen. Besticke mir nun einen Morgenrock aus roter Seide und meine neuen Samtpantoffeln. Euer Lob beschämt mich. Edler Sultan, gestattet ihr noch eine Frage? Oh, frage, was du willst. Einer so schönen und geschickten Dienerin werde ich keine Frage abschlagen. Ist euer Diener schon lange stumm? Ja. Ich habe ihn von den besten Ärzten untersuchen lassen. Keiner konnte an ihm eine Krankheit finden. Keiner konnte ihn zum Reden bringen. Ihr habt meine geschickten Hände gelobt. Herr, ich kann nicht nur sticken. Du bist ein seltsames Mädchen. Soll das heißen, dass du dich auch auf die Heilkunst verstehst? Wenn ihr mir vertraut, werde ich versuchen, euren Diener zu heilen. Dir vertrauen? Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Vertrauen gemacht. Du könntest ihn vergiften. Schon einmal hat einer meiner Visiere ihn halb totgeschlagen. Dann nehmt mein Leben für seines. Ich will gerne sterben, wenn es mir nicht gelingt, ihn zum Sprechen zu bringen. Was liegt dir nur an diesem Stummen? Gut, dann versuche, was du kannst. Und du weißt, ich werde dich strafen, wenn deine Kunst versagt. Wenn du mich noch lieb hast, dann sprich. Die Ärzte haben versagt, aber glaub daran, dass die Liebe dich heilen kann. Schau diesen Ring an. Ich schenkte ihn dir zum Zeichen meiner Liebe. Der Ring hat mich auf wunderbare Weise erreicht. So, als hättest du durch den Ring nach mir gerufen. Ich bin gekommen. Ich schaue dich an. Ich legte meine schönen Kleider und meinen Schmuck ab, um in deiner Nähe sein zu können. Schau mich doch bitte an. Nun? Was hast du erreicht? Spricht er? Dann hast du mich angeschwindelt. Auch du kannst ihn nicht heilen. Du musst bestraft werden. Wachen! Führt sie ab! Haltet ein, Sultan! O Allah! Allmächtiger! Ein Wunder ist geschehen. Er spricht! Wie konnte das geschehen? Mein lieber Mann! Du kennst meinen Diener? Wie ist das nur möglich? Bin ich denn von lauter Schwindlern umgeben? Das Mädchen, dessen Stickkünste ihr bewundert habt, ist eine Prinzessin. Sie wird mich heiraten. Ich verstehe gar nichts mehr.
Warum hast du die ganze Zeit über nie ein Wort gesprochen? Edler Sultan, ich wurde nicht als Prinz oder Königssohn geboren, sondern als einfacher Fischer. Und ich erschrak, als die Prinzessin sich in mich verliebte und mich zum Mann haben wollte. Auch ich habe die Prinzessin liebgewonnen. Aber sagt selbst, hätten mich nicht die hohen Herren am Hof des Königs wegen meiner geringen Herkunft verachtet? Jetzt weiß ich, dass die Prinzessin auch einfache Arbeit nicht verachtet. Sie hat das Leben der einfachen Leute kennengelernt. Jetzt weiß ich, dass sie mir auch in meine Fischerhütte folgen würde. Und als sie meinetwegen sogar bereit war, ihr Leben zu lassen, da konnte ich mein Schweigen brechen. Das ist eine eigenartige Geschichte. Aber ich freue mich, dass ihr euch wiedergefunden habt. Nun, lieber Sultan, wollen wir heimfahren zu meinem Vater und die Hochzeit feiern. Ich bedanke mich, edler Sultan. Lebt wohl. Ich will euch noch Geschenke zum Abschied geben. Und ihr sollt mit einem meiner Boote heimfahren. Dina, macht das große Segelboot bereit.